Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem No Man's Sky Video. Ich zeige dir in dem Video, was die ganzen Buchstaben eigentlich alle bedeuten am Multitool, an deinem Raumschiff, an deinem Frachter und wie du das alles aufwerten kannst, wie du da bessere Sachen bekommst. Genau das zeige ich dir in diesem Video und nach einem kurzen Intro geht's los. Also bleib dran. Man kennt es in No Man's Sky, man hat gerade erst angefangen, hat ein relativ nicht ganz so tolles Raumschiff und man möchte irgendwann einmal zu einem S-Klasse Raumschiff kommen. Aber fangen wir mal erstmal ganz bei den allereinfachsten Basics an. Was bedeuten diese Buchstaben eigentlich überhaupt? Und zwar ist es eigentlich sehr einfach. Denn wir haben C quasi als unterste Klasse. C steht in dem Fall fast, könnte man meinen, für Crap. Das ist das Schlechteste, also wenn ihr ein Raumschiff Multitool habt, was Klasse C hat, dann habt ihr das Allerschlechteste gefunden. Das hat man für gewöhnlich am Anfang, da muss man auf Planeten ein bisschen herumfliegen und findet vielleicht ein neues abgestürztes Raumschiff oder sitzt auf Raumstationen und guckt sich die Raumschiffe an, um sich dort welche zu kaufen. Aber machen wir mal weiter. C ist wie gesagt das Schlechteste. Wenn ihr etwas habt wie B, das ist dann better, das ist ein bisschen besser. Das ist die nächste Stufe, also Klasse B. Wenn ihr Klasse B habt, easy. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Kann man mitnehmen. Man kann da auch Module haben, B-Module und die dann aneinander koppeln. Dann haben wir die Klasse A. Ist alles okay. Kann man mitnehmen, ist super. Wunderbar. Ist eine Alternative zu S. A ist die nächste, ist der nächste Rang bei No Man's Sky. Von der Wertigkeit der Gegenstände her. Und darüber hinaus gibt es noch das S-Rang. Das ist halt super. Und dementsprechend habt ihr das Beste, was ihr dort haben könnt. Das ist egal, ob das jetzt ein Modul ist, was ihr in euer Multi-Werkzeug einbauen könnt. Wenn ihr ein S-Klasse-Multi-Werkzeug habt oder wenn ihr ein Raumschiff habt. Ja, hier jetzt mein Raumschiff ist ein S-Klasse-Raumschiff. Da sind auch S-Klasse-Module drin. Da muss noch ein bisschen was repariert werden bei mir. Ist kritisch beschädigt. Aber auf jeden Fall, das sind die Abstufungen. C, Crap, B, Better, A, Alternative und S, wie super. Das ist mit das Beste, was man so kriegen kann. Wie kriegt man jetzt allerdings ein besseres Raumschiff, ein besseres Multitool? Und da möchte ich mit euch mal zu einer Station fliegen. Also schieben wir das Ganze mal. Wenn ihr im Weltraum unterwegs seid, also euren ersten Planeten verlassen habt, werdet ihr zwangsweise eine Weltraumstation finden. Dort am Anfang hat man natürlich noch nicht genügend Geld, um sich etwas Besseres kaufen zu können, aber später im Spielverlauf vom Prinzip her ist es dasselbe. Wenn man genügend Geld hat, dann kann man sich neue Sachen kaufen. Wir landen jetzt hier gerade mal eben schnell angedockt an der Station, easy, dauert auch nicht so lange, dann drehen wir uns. Wenn ihr jetzt alleine seid auf dieser Station, dann seid ihr allein. Also dann könnt ihr natürlich jetzt erstmal nur nach dem Multitool gucken. Ein Multitool findet man immer, wenn man hier hinauf geht und zu dem netten, freundlichen Herrn da hinten geht, wenn man dann nicht so dick ist und da nicht durchpasst. Also jetzt passen wir da durch, einmal rübergeflogen, easy. Dann geht man hier hin und guckt sich das Waffenterminal an. Das ist, wäre jetzt Bote des Friedens, ist ein Klasse C. Multitool hat nur sehr wenig Plätze und dementsprechend ist halt Crap. Das brauchen wir auch nicht. Ihr seht auch, das Schadenspotenzial ist niedrig, die Scannerreichweite ist sehr niedrig. Wir können keine Module einbauen, wenn man es jetzt mal miteinander vergleicht. Ihr seht, ist klar, mein S-Klasse-Modul oder Multi Werkzeug ist natürlich viel, viel besser, ist ja auch logisch und also lehnen wir das auch ab. Hier findet ihr immer ein Multitool. Ihr könnt auch Glück haben und ein Multitool auf einem Planeten finden. Das ist allerdings schwieriger zu bekommen und von den Abstufungen der Gegenstände her ist es immer so, B und also C und B Gegenstände lassen sich in ein Sternsystem finden, A-Klasse, da brauchte man schon zwei Sterne und bei den super guten Sachen muss das eigentlich schon ein sehr weit entwickeltes System sein. Ihr könnt euch die Systeme angucken, indem ihr einen Handels- und einen Wirtschaftsscanner einbaut in euer Raumschiff. Mit dem Wirtschaftsscanner habt ihr dann die Möglichkeit im Vorfeld schon auf der Galaxiekarte zu sehen, was, wie hochentwickelt dieses System eigentlich überhaupt das ist. Wenn ihr ein C-Klasse Raumschiff habt und ihr möchtet das einmal irgendwann upgraden, dann habt ihr die Möglichkeit über die Raumschiffausstattung das zu tun oder ihr sucht euch ein neues. Wenn man ein bisschen mehr Geld hat, wie ich hier oben, ich habe hier 216 Millionen, fast 217 Millionen, dann kann man an diese Raumschiffstation hingehen und quasi das ein bisschen
verbessern. Wenn wir jetzt auf Raumschiff verbessern gehen, dann können wir entweder das Lager verbessern, also wir können die Slots erweitern, das kostet aber 220 Millionen Units inzwischen bei mir, oder die Klasse verbessern. Dadurch, dass ich ein Klasse S Schiff habe, kann ich das natürlich jetzt nicht mehr verbessern, aber ihr geht mit eurem C-Raumschiff hier hin an diese Station, macht es dort fertig und bezahlt ein bisschen Nanit. Man kann allerdings aber muss man für sich selber entscheiden. Entweder bessert ihr das darüber auf, wenn ihr viel Nanit gesammelt habt. Wie man Naniten farmt, habe ich in einem anderen Guide gezeigt. Wenn ihr das aber finden wollt, sucht euch ja ein Drei-Sterne-System. Ein Drei-Sterne-System sind meistens bei blauen Planeten, also blauen Sternsystemen. Und da kann man das dann sehr, sehr gut upgraden. Also das alte Schiff verbannen quasi und das neue Schiff dann benutzen. Wenn man die Klasse verbessert, hier wird es also von C zu B. Von B auf A und A auf S. Grundsätzlich ist das mit jedem Schiff möglich, aber der Aufwand ist natürlich auch recht groß. Dann haben wir hier noch eine weitere Auswahlmöglichkeit. Einmal, wo man Upgrades findet. Das kann man da auch nochmal sich erklären lassen. Man kann aber auch das Raumschiff direkt verschrotten. Ja, also das wollen wir natürlich jetzt nicht machen, weil das ist viel mehr wert als hier den Schrott. Und dann gehen wir da lieber wieder weg. So könnt ihr euer Raumschiff ein bisschen aufwerten. Bei den Frachtern ist das nicht ganz so einfach. Frachter muss man tatsächlich bessere finden im Weltraum. Auch hier wieder die entsprechenden Sternsysteme. Und dann findet ihr dort eben halt auch praktischerweise die guten Sachen. Also die guten Sachen gibt es wirklich nur in Systemen, die wirklich sehr, sehr hoch entwickelt sind. Ich fliege mal raus hier aus der Station und jetzt öffne ich mal eine Galaxiekarte, dann könnt ihr das sehen. In dem jetzigen Sternsystem, in dem ich unterwegs bin, das ist ein Zwei-Sterne-System. Man kann sich das eben halt anzeigen lassen mit mehr Erzabbau, verkaufen und so weiter. Da kriegen wir dann ein paar Handelsinfos. Es gibt aber auch Hubala-Systeme, die eben halt drei Sterne haben. Das sind dann diese Technologiesysteme, so nenne ich sie dann mal. Kommerzielles System. Ich musste da jetzt auch einmal eins suchen. Da Daten nicht verfügbar. Da haben wir ein Versandsystem. Das wäre auch ein Konstruktionssystem. Also man muss da wirklich sehr, sehr lange auch durch die Gegend fliegen und eben halt sich da wirklich was raussuchen. Da vorne war, glaube ich, ein Dreier. Nee, so ad hoc finde ich jetzt gerade kein Dreier. Ihr merkt das schon, ne? Dreier sind natürlich dementsprechend auch sehr, sehr selten. Wenn ihr auf so, da war eins. Wenn ihr so ein Dreiersystem gefunden habt, dann könnt ihr euch dort auf die Station begeben und auf der Station warten. Dann kommen automatisch irgendwann Schiffe. Nach einiger gewisser Zeit ist es so, dass da gute Schiffe kommen. Und sich das auch immer wiederholt. Also es gibt immer nur einen bestimmten Pool an Schiffen. Es gibt nicht unendlich viele Schiffe von C bis A Rang, sondern es wiederholt sich halt immer. Es gibt so zwei, drei, vier Schiffe, Schiffstypen, die dann immer wieder reinkommen. Und wenn ihr das Passende gefunden habt, das nötige Kleingeld habt, dann holt ihr euch so ein Schiff. Ihr könnt natürlich auch mit Navigationsdaten auf dem Planeten, könnt ihr euch da eins raussuchen. Die kriegt man auch kann man auf Planeten finden. Und man findet die auch an der Raumstation, die kann man dann eintauschen. Kann man sich für Nanit holen. Das ist ganz praktisch. Und so könnt ihr euch dann eben halt sukzessive immer ein bisschen weiter verbessern und euer Raumschiff auch upgraden. Das mit dem Frachter, wie gesagt, ist tatsächlich so. Der Frachter, den gibt es halt nur, den muss man sich kaufen im Weltraum. Ja, wenn man das Glück hat, jetzt hier so einen guten Frachter zu haben, relativ guten Frachter, das ist auch nur Klasse A bei mir, dann hat man schon wirklich echt was gewonnen, wenn das ein guter Frachter ist. Wenn euch der erste Frachter nicht zusagt, den ihr trefft, den ihr befreien könnt von den Feinden, die dort den Frachter angreifen, dann fliegt weiter. Irgendwann kommt das automatisch, jetzt fliege ich dagegen, ne? Irgendwann kommt das automatisch, dass ihr, nee, da wollte ich eigentlich nicht landen, aber gut, die wollen mich auch mal wieder sehen. Nee, letztendlich ist es so, man kann da durch Warten auch wettmachen, Dreier-System suchen, da findet ihr meistens solche Sachen, ist ein bisschen Sucherei. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr euch da schlau lesen könnt, sobald ihr die Portale habt. Ich möchte da jetzt nicht spoilern, der eine oder andere hat das möglicherweise noch nicht gespielt. Aber wenn man in der Lage ist, Portale zu benutzen, dann könnt ihr euch eine Portaladresse raussuchen. Den Link füge ich mit unten ans Video an. Repository heißt die Seite und dort sind hunderte Adressen mit den entsprechenden Glyphen und da könnt ihr in ein System reinreisen, euch ein geiles Multitool holen, fliegt wieder weg.
Da habt ihr es ein bisschen kürzer. Aber wer selber auf Entdeckungsreise gehen möchte, kann das da auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen zu No Man's Sky mit der Erklärung, wie man die einzelnen Ränge verbessert und wie man das so finden kann, was die einzelnen Buchstaben bedeuten und so ein paar kleine Tipps noch mit drin. Wenn es dir gefallen hat, einfach gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder ein Subscribe. Ich freue mich darüber sehr. Wenn du irgendetwas sehen möchtest über No Man's Sky, schreib es mir in die Kommentare. Ich bin da sehr, sehr... ja, ich finde das geil. Also ich mache euch auch gerne die Videos, die ihr gerne sehen wollt und freue mich über auch konstruktive Kritik. Wenn du Fragen zu No Man's Sky hast, kannst du gerne jederzeit Dienstag, Donnerstag und Samstag ist mein festes Twitch-Programm. Komm einfach vorbei, sag hi, ich habe eine Frage zu No Man's Sky. Auch wenn ich was anderes spiele, passt schon alles in Ordnung. Dann kann ich dir die möglicherweise auch beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir noch ein angenehmes Abenteuer No Man's Sky. Visarius. Ende.